Moin Leute, wie ihr gerade im Thumbnail gesehen habt, ich habe mir nochmal 4 Blind Bags geholt von Super Mario. War gerade eben bei Rossmann, die hatten die da ganz unten irgendwo in der Ecke versteckt. Hab mich mal durchgefühlt, muss sagen, dass die Polybags ganz schön vollgestopft sind und nicht leicht zu ertasten, wie bei den Minifiguren. Da ist ja nicht wirklich viel drin, da kann man gut fühlen. Und diese Blind Bags sind richtig vollgestopft. Gefehlt hatte mir ja hier noch dieser Fisch. Ja, ihr seht hier noch einmal die Figuren, die ich schon hatte. Der war hinten leider doppelt. Hätte eigentlich einmal der Fisch drin sein müssen. Ja, kann passieren. Ich muss aber auch sagen, es ist echt schwer zu erfüllen. Vielleicht haben die damals im Store auch, weil es 2 Reihen im Karton sind, einfach die linke und die rechte Reihe mal weggepackt in eine Tüte und gedacht, das wäre dann komplett. War leider nicht so, aber stört mich nicht. Da ich ja irgendwann noch mal eine Unterwasserwelt bauen möchte, brauche ich da auch ein paar Tiere drin und ein paar witzige, die dann auch mal ein bisschen von der Norm vielleicht auch abweichen. Und ich muss sagen, ich finde den Tintenfisch eigentlich ganz cool. Der an sich schockt schon. Dann haben wir ja da noch mal das rosa Riffteil, diese Koralle mit dabei. Dann haben wir einen Stern über bei den Ersatzteilen. Ja, hier noch den Grashalm. Die blaue Platte, die man zum Bauen der Mario-Welten immer wieder braucht, um unten dann die weiteren Platten dran zu bauen. Ganz cool eigentlich. Man konnte das natürlich gut erfühlen. Ich hatte irgendwann hier einmal den Grashalm in der Hand in der Tüte. Der ist ja bei keinem anderen dabei. Ich habe ehrlich gesagt die Koralle gar nicht fühlen können, ja, weil die muss irgendwie mit drin gelegen haben, wo das Plate hier ist. Und das ist schon echt dick und dann sind da Teile drunter. Also es ist gar nicht so easy. Hatte noch ja, die Cheese Slopes erfüllt. Und bei den anderen Figuren, wo halt mal irgendwie so ein kleines Teil dabei ist, dann sind es aber die eckigen, diese kleinen Pyramiden. Oder wir haben die abgerundeten. Oder dann hier, wie bei dem, die Pyramiden und die 1x1 Fliesen. Also an den Cheese Slopes kann man das dann auch noch erkennen. Ja, beim Fisch gibt es auch einmal die Alge, die man erfüllen muss. Die habe ich in dem einen gar nicht erfüllt. Dafür aber hatte ich so einen Flügel in der Hand. Und dieses Teil hier oben drauf, ja, das ist auch nur in diesem Polybag. Da konnte ich mir dann ziemlich sicher sein. Die Flügel bei dem hier, ja, haben noch die Wolke und dann unten die Slopes. Da war ich mir dann relativ sicher, dass ich den habe. Zweimal natürlich. Die Flügel kann man sich bei Steine und Teile auch nachbestellen. Ich glaube, die sind relativ teuer. Insgesamt so ein Polybag für 4 Euro ist eh schon ganz schön happig, aber man lebt nur einmal, ne? Ja, ich wollte noch eine Schildkröte haben, damit die andere nicht so ganz so alleine ist. Und aus den Mario-Spielen selber kenne ich die noch sehr gut, weil auf die trifft man sehr, sehr oft. Konnte man ganz gut erfühlen, hier oben den Panzer. Ja, wir haben noch die zweite Schildkröte. Und das zweite ausschlaggebende Element dann nach dem Panzer sind dann die großen runden Elemente oder auch hier die kleinen runden. Die kann man auch sehr gut erfüllen. Also viermal richtig gefühlt. Das sind die Ersatzteile. Ja, bei der Schildkröte war nichts dabei. Bei dem Fisch und dem Tintenfisch waren jeweils diese Teile mit dabei. Bisschen was extra. Wenn ich jetzt hier meine Teile mal mir angucke, die alle extra sind von meinen ganzen Mario-Sets, ist es eigentlich nur Krimskrams, nur Kleinkram. Ja. Aber kommt mit in die Kiste und gut ist. So, da ist noch einer. Ja, Leute, das war's. Ich habe meinen Satz komplett. Ich habe die Figuren, die ich doppelt haben wollte, doppelt. Und dann geht es irgendwann mal entweder los mit einer großen Unterwasserwelt oder wahrscheinlich zunächst dann doch eher mal eine Mario-Welt, die ich aufbaue. Mal gucken. Am Wochenende habe ich meine Kinder, die werden dann mal mit dem Mario ein bisschen durch einen Kurs preschen. Vielleicht macht ihnen ja Spaß. Bin auch mal gespannt, ob
das dann nur sehr kurzlebig ist, dass es irgendwie, keine Ahnung, 10 Minuten interessant ist oder ob sie dann länger damit zugange sind. Stell mich schon mal auf einen Streit ein, wer die Mario-Figur spielen darf. Egal. Okay, Leute, genießt das Wetter, genießt das Wochenende, was jetzt kommt und bis zum nächsten Video. Tschüss!